Guten Tag, Freunde der Sonne. Hier ist der NRW über 18 und der Kelvin M1991. Wir sind im nächsten Teil und wir sind bei der Auflösung unseres Rätsels Nummer 86. Und, wie viele sagt das, da gibt's nochmal? Was? Wie viele Rätsel gibt es nochmal? 154. Na, super. Naja, die zwei machen Kohl auch nicht fett. So, wir haben uns geeinigt auf zwei A's. So ungefähr. Denn hinter jedem dieser komischen Buchstaben verstecken sich Buchstaben. Mehr dazu gibt's jetzt in der Auflösung. Ob das stimmt? Natürlich. Richtig. Das war viel zu leicht. Gut gemacht! Hinter der Zeichenfolge verbirgt sich nichts anderes als die ersten sechs Buchstaben des Alphabets, die wie auf einer Digitaluhr geschrieben sind und an ihr Spiegelbild angefügt wurden. Da der Buchstabe B bis F erkennbar sind, fehlt logischerweise nur noch das A, um die Reihe zu vervollständigen. Ja, Applaus, Applaus, Applaus! Ja, ui, so viele Buden! Ja! Oh, jetzt verstehe ich das. Na, du brauchst immer etwas länger. Ja. Ah, was? Tonic-Blüte erhalten. Koch köstliche Kräutertees im Koffer des Professors. Im Professor. Im Professor, ja. Im Professors Koffers. Imperium Actum Nactum. Meine Güte. Das ist alles ein leerer Raum? Tatsächlich. Wie los? Ein leerer Raum. Haus in der Gasse. Und am Ende der Straße steht ein Haus am Ich habe 80 Kinder und eine Frau, die ist schön. Ja. Hier konnten wir auch nirgendwo hin. Wo waren jetzt nochmal die Olle mit dem Tee? Vorne irgendwo. Ach da. So, vielleicht Teekoffer. Ach, guck mal, der Andy! Der Andi. Andi, der Andi hat morgen Geburtstag. Ja. Ja, jetzt darfst du erstmal schön sortieren. Ich will mal gucken. 1, 2, 3. Ob der das dann auch. Ach nee, das war gar nicht so, ne? Ich glaube, das musste so bleiben, ne? Aber jetzt musst du die Mauern auch gut einsetzen. Weil sonst wird das, glaube ich, alles ein bisschen eng. Sonst kommt da. Moment mal, dann kommt der hoch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 3. Jetzt geht er aber vielleicht auch erst zum Haus, ne? Das ist so. Ach ne, ein Apfel sieht er ja vor. Ne, ich brauche keine Mauern. 1, 2. Ne, ich brauche doch eine Mauer. Ja. So. Nein, 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 nein. Du musst auch jetzt noch neben den Apfel liegen. Ja. Ja, ja. Andi, lauf! Lauf, Faust, lauf! Nicht, ist nicht meins, ich bin eine Berlinerin. Obwohl ich einen polnischen Namen hab. Ja, genau. Ich bin ein Mischlingsröde. Ah, ich mach mal alles auf, ja, alles aufmampfen hier. Ah, Glühbirnen, ah, lecker, lecker. 100 Watt, oh, lecker, lecker. Boah, lecker, schlecker. Lecker, die Glühbirne. Ah, lecker Baumstampf. Wie das schmeckt. Ah, oh, aber scheiße. Blume, Blume. Der macht alles kaputt, der Andi. Sogar Häuser. Apfel. Zack. Ah. Ein Apfel. Schlecker, lecker. Ja, ja. Nur halt auch Energie im Überschuss. Energie im Überschuss. Andi unter Drogen. Ach, guck mal, wie schlank der geworden ist. Das ist doch noch Bummler. Oh, mach nochmal, mach nochmal Bewegung, dann haben wir schon die nächste Stufe. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Ey, wenn nicht, ne? Dann wat? Bewegung macht schlank. Kann man das nicht irgendwie abkürzen? Der ist auch schneller geworden, kann das sein? Ja. Der sieht voll dünn aus. Ja, der Andi, was er laufen kann. Und guck dir seine Schnurrbarthärtchen an. Und seine kleinen Stupshaare. Und die kleinen Öhrchen. Ja, oder Fell. Ja. Die Haare einzeln, die sieht man ja nicht. So. Welch ein bisschen Fantasie, Herr Kollege.
Ja, das ist kein Fantasiespiel. Ach so, Entschuldigung, Realitätsspiel. Von Hamster, der sprechen kann. Ich muss mal sagen, ich kann echt nicht klagen. Und nü? Baue eine Trainings. Ordne Objekte mit dem Feld so an, was der Hamster möglichst weit in der Höhe ist. Ja. Ordne gegen 30 Schritte, nee, ist klar. Ach so, Ziel 30 Schritte, okay. Ja, das schafft man schon. Ach so, altes Tagebuch haben wir auch wieder einen Schlüssel, ne? Zwei. Mein Bruder hielt die Selbstsucht unseres Vaters nicht mehr aus. Er hat die Stadt für immer verlassen. Seltsamerweise scheint das Vater kaum zu berühren. Wenn überhaupt, bestätigt es ihn sogar in seinem Entschluss, noch mehr Gold aus der Mine freizulegen. Ist ihm das Gold wirklich so viel wert? Ich werde Vater wohl nie verstehen. Wir haben ein neues Erz gefunden, von dem Vater sich erhofft, es zu einem Edelmetall verfeinern zu können. Ich bezweifle zwar, dass wir aus diesem glanzlosen Gestein Profit schlagen können, aber Vater versucht es natürlich trotzdem. Die Grabungen haben einen riesigen Krater unter dem Schloss verursacht und ich habe Albträume, dass das ganze Schloss irgendwann in sich zusammenfällt. Oh! Schockschwere Not. Der bissige Wach... Achso. Der Knopflochladen. Hätten wir das auch. Musste noch die Koche. Ah, welche hat man denn jetzt hier eben bekommen? Tonicblüte. Beugt Krankheiten vor. Ist Trübsal, macht munter und glücklich, wirkt entspannt. Das sieht immer gut aus. Das wird nix. Ach. Mann, ey, diese Scheiße mit dem Tee kochen. Tja. Sag auch mal was hier. Nimm mal zwei von den sauren und einen bitteren. Nee, das schmeckt doch nie und nimmer. Na, wusste ich's doch. Na. So was schmeckt doch nicht, Mensch. Lässt Trübsal verschwinden. Und erfrischend muss es auch sein und süß. Haben wir es schon? Nee. Hm, siehste, hat man auch noch nicht. Also das wird bestimmt noch eine ziemlich harte Nuss hier. Hartnuss. Da gibt's ja alles eine Internetlösung für, ne? Wir spielen hier ohne Lösung, Herr Kollege. Mhm. Ach. Hilfe! Ich fühle mich etwas matt. Kochst du mir einen Oasenblättertee mit Munterbeere und Sauerbeersamen? Was? Oasenblätter, Munterbeer und Sauer irgendwas. Oasen. Ja, die auch. Sauerbeersamen. Oasenblatt. Was war das noch? Sauerbeer-Dingsbums. Und was noch? Munter irgendwas. Ja, genau. Ne, das ist doch der Classic. Ja. Die willst du aber. Nein! Bella Classic. Nein, will ich nicht. Hau ab! Ich fühle mich etwas matt. Kochst du mir einen? Also, ja, blöd, Mann. Er sagt ja immer dasselbe. Mach einfach die 1. Layton trinkt die heißeste Bella Classic und lässt das Aroma auf sich wirken. Delikat, Lukas. Es wird immer wieder beeindruckend, wie sehr ein guter Tee den Geist belebt. Ein Hochgenuss. Layton strahlt vor Freude und Vitalität. Auf dem Boden der Tasse lag eine Hinweismünze. Ich finde sie überall. Eine kleine Tea Time ist genau das Richtige für eifrige Rätsellöser. Ja, toll. Eine Tea Time. Eine Tea Time. Wenn die Rätsellöser diese Tee nur zusammenkriegen, diese Teesorten, erdisch. Erdisch. Schätzelein. Sonne glüht. Ich werde bunisch ganz schlau. Schätzelein. Schätzelein. Ich mag nimmer mehr.
Ich keine Tiere. Genau, da war ich drin, der war richtig gut, der Film. Ich auch, ich hab noch DVD. Einsatz! Dann wollen wir mal sehen, wir haben schon 7 Stücke gefunden. Puh. Wir haben wohl noch nie... Ja. Wir haben wohl noch eine ganz schöne Suche vor uns. Ja. Nochmal 8. Ja, unsere Arbeit ist noch lange nicht getan. Aber knapp die Hälfte haben wir schon hinter uns. In dieser Gasse werden wir wohl nichts mehr finden. Wir haben sie gründlich abgesucht. Lass uns die anderen Straßen durchforsten, durch die der Inspektor gegangen ist. Wo sollen... Luke und Professor Layton beschließen, in der Stadt die restlichen Fototeile zu suchen. Hallo, mein Name ist Marcel Davis. Ja. Gut von 1 und 1. Genau. Ich habe eben einen Fetzen Papier auf dem Boden gefunden. Wirklich, was für ein rüpelhaftes Benehmen. Einfach seinen Müll auf den Boden zu werfen. Oh, sehen Sie, Professor. Das ist ein Teil des Fotos. Ja, in der Tat. Offenbar sind die Fototeile wirklich in der gesamten Stadt verteilt. Ja, wir sind nur ein... Das bringt zwar etwas Lauferei mit sich, aber jedes Teil des Fotos ist ein Schritt nach vorne, Luke. Ich will euch ja nicht die Stimmung verderben, aber ich habe das Stück gefunden. Nicht ihr. Wenn ihr es unbedingt haben wollt, müsst ihr schon etwas dafür tun. Ich hätte da ein Rätsel. Nein, wer hätte es gedacht? Ach, Licht an. Ach, guck mal, schon 112. 40. Wie Zeit guckst du, ne? Ja, da habe ich. Noch 3 Minuten. Die im Bild links gezeigte Platte ist hinten so verdrahtet, dass die Lampe angeht, wenn sich die Kontakte A und B berühren. Nun sieh dir die Platte in der Mitte an. Ihr Lämpchen hat 3 Kontakte. A, B, C und... A, B und C. Das Licht soll leuchten, wenn A und C und B und C aneinander hält. Wie müssen die Drähte auf der Rückseite verlegt werden, damit dies gegeben ist? Gesucht ist die Lösung mit den wenigsten Verbindungen. Die gepunktete Linie zeigt eine bereits bestehende Verbindung an. Oh Mann! Ja, Freunde, ich denke mal, auch von der Zeit her ist es auch wieder sinnvoll, wenn wir hier Schluss machen und uns dann mit der Auflösung dieses Rätsels mit dem nächsten Teil dann wieder melden. Also, Freunde, bis dahin, NRW Boy 18, adieu! Ciao!